Auf der technischen Ebene ist das Internet blind. Es schiebt einfach nur Datenpakete von einem Ort zum anderen. Es ist ihm egal, wer diese Datenpakete sendet oder wer sie empfängt. Es ist ihm gleichgültig, ob in diesen Paketen ein Video, eine Webseite oder eine E-Mail steckt. Dieses Grundprinzip heißt Netzneutralität und Fachleute sehen darin einen der wichtigsten Gründe für den Erfolg des Internets. Den Internetzugangsprovidern gefällt dieses Prinzip hingegen gar nicht. Sie denken schon länger über ein Mehrklassennetz nach, für das sie unterschiedliche Tarife verlangen könnten. Wie könnte es übermorgen weitergehen mit der Netzneutralität? Im März 2013 führt ein großer deutscher Provider die sogenannten Netzklassen A und B ein. Webanbieter, die die A-Klasse nutzen, können ihre Angebote über ein qualitätskontrolliertes Hochgeschwindigkeitsnetz leiten und zahlen dafür extra Gebühren. Kunden der B-Klasse können ihre Dienste nur über das alte, langsamere Netz anbieten. Großunternehmen wie Google oder Amazon zahlen zähneknirschend die Gebühren für das Hochgeschwindigkeitsnetz. Kleine und junge Unternehmen können sich das nicht leisten und müssen im langsamen B-Netz bleiben. "2014 gehen etliche kleinere Videoplattformen offline, da sie im B-Netz keine Chance gegen den Platzhirschen YouTube haben, der mit A-Qualität streamt. Internet-Experten werten das als Alarmsignal. Das Mehrklassennetz wird ohne Frage zu einem Massensterben von kleineren Webanbietern führen. Dieses Massensterben hat gerade erst angefangen. Am Ende werden eine Handvoll Großunternehmen das Web unter sich aufteilen." Fast alle Netzprovider sind inzwischen dem Vorbild der Telekom gefolgt. Ihre Netzwerktechnik analysiert jedes einzelne Datenpaket und entscheidet dann, je nach Vertragsklasse des Absenders, mit welcher Priorität es weitergeschickt wird. Weil das so gut funktioniert, sollen auch die Kunden unterschiedliche Klassen bekommen. "Die Menschen nutzen das Internet unterschiedlich. Deshalb bieten wir ab jetzt 3 individuelle Pakete an. Es gibt die Basis-Flat. Die beinhaltet E-Mail, Chat, viele Webseiten und Facebook. Dann gibt es die Premium Flat. Der können Sie auch Videos auf YouTube anschauen und Internettelefonie nutzen. Und schließlich die Power Flat, mit der Sie sämtliche Angebote im Netz nutzen können." Und weil ich immer wieder danach gefragt werde: "Webinhalte, die sich primär an Erwachsene richten, können Sie nur mit der Power Flat nutzen. Familien empfehlen wir deshalb die Premium Flat, denn hier ist der Jugendschutzfilter bereits eingebaut." Im Jahr 2015 gibt es das eine Internet für alle praktisch nicht mehr. Auf welche Dienste ein Nutzer zugreifen kann und mit welcher Qualität hängt von seinem Vertrag und von dem des Webanbieters ab. Obwohl sich im September 2017 niemand zu dem Bombenanschlag in Lissabon bekennt, gehen die Ermittlungsbehörden von einem islamistischen Hintergrund aus. Unter der ungarischen Ratspräsidentschaft beschließt die Europäische Union, Webseiten, die dem Al-Qaida-Umfeld zugerechnet werden, in der EU zu sperren. Noch wenige Jahre zuvor wäre das technisch schwierig gewesen. Aber seit die Internetprovider den Datenverkehr analysieren und nach Absender und Inhalt klassifizieren, ist das Sperren von Webseiten kein Problem mehr. "2018 präsentiert Apple das iNet, einen kostenlosen Internetzugang, der automatisch Hass, Hetze und Pornografie ausblendet. Dass dabei auch harmlose Online-Shops für Bademode weggefiltert werden, merken die wenigsten. Der Erfolg löst eine ganze Flut individualisierter Netzzugänge aus. Markenunternehmen bieten ihren Kunden Gratiszugänge zu einem Internet, in dem ihre Konkurrenten gar nicht erst auftauchen, in dem Mitbewerber noch nicht mal erwähnt werden. Kirchen bieten ihren Mitgliedern ein Internet, in dem nicht geflucht, nicht gesündigt und Gott nicht gelästert wird. Wegen der überschaubaren Zahl der darin enthaltenen Websites wird dieses Kirchennetz von Spöttern die Dreiseitigkeit genannt. Wer sich für einen Netzzugang entscheidet, entscheidet sich auch für eine Weltanschauung und dafür, was er von der Welt sieht. Die gesellschaftlichen Auswirkungen sind groß." "Also ich sehe diese Entwicklung mit großer Sorge. Wohin sie führen kann, haben wir jetzt bei der missglückten Revolution in Saudi-Arabien gesehen. Die Demonstranten konnten ihre Aktion nicht über das Netz koordinieren, weil es gar keine Plattform, keine sozialen Netze gab, die in allen gleichermaßen zugänglich waren. So blieb es bei unabgestimmten kleinen Protesten.
Hier bei uns im Westen hat davon sowieso kaum jemand etwas mitbekommen, weil in den meisten hiesigen Netzen arabische Inhalte als gefährlich gelten und ausgefiltert werden. Von dem Internet spricht im Jahr 2022 niemand mehr. Die vielen Netze sind nach Markennamen, politischen Parteien oder Weltanschauungen benannt. Sich gegenseitig Links zuzusenden, macht keinen Sinn mehr, da man nie weiß, ob die Webseite oder der Dienst beim Empfänger angezeigt werden kann. Kostenpflichtige Internetzugänge, die das gesamte Web und alle Dienste darstellen können, sind ein Nischenangebot für Liebhaber geworden. Aus dem großen Geschäft, das die Internetprovider sich vom Mehrklassennetz versprochen haben, ist nichts geworden. Inzwischen stellen sie die Infrastruktur für die vielen kleinen Netze bereit. Für das, was vom Internet übrig geblieben ist.